Grüß Gott und herzlich willkommen zur schönsten Folge von Flaschendreh. Sie wundern sich jetzt vielleicht, was wir beim Friseur machen und warum wir uns fesch machen lassen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir trinken den Wein der Reichen und Schönen, den Wein, den teuersten Wein Österreichs. Und dafür kann man nicht einfach hergehen, sich hinsetzen und trinken, da muss man schon fesch sein. Genau, das geht gar nicht. Grundsätzlich trinken wir wahrscheinlich einen der teuersten Weine Österreichs und um dafür adäquat auszuschauen, haben wir uns an einen Grazer Ort begeben, wo die Reichen und Schönen die Haare lassen. Wir sitzen im Salon von Robert Gudera und beim Rudi Zölsch, bei den beiden Starkhof-Hörern von Graz und machen uns fesch für den von Clemens schon beschriebenen Wein. Für den Five Points vom Zahel aus Wien, gemischter Satz. Was gibt es über den Wein noch zu sagen, Clemens? Dieser Wein beinhaltet alle fünf Weinbaugebiete Wiens. Das ist eine Cuvée aus fünf Gebieten. Gemischter Satz wird einfach gemischt ausgepflanzter Weingarten, der halt dann gemeinsam gelesen wird. Manche Weintrauben sind reifer, manche weniger reif. Das gibt dann also eine schöne Süß-Säure-Spiel, schauen wir mal. Und wir werden das jetzt einmal begutachten, oder? Genau. Und die beiden Herren werden mitkosten, weil die sind ja Wein und also grundsätzlich weinkundig und auf jeden Fall szenekundig. Und was die Reichen und Schönen wollen, wissen die beiden Herren natürlich am besten. Darum werden die auch gleich ihren Kommentar über diesen Wein abgeben. Entschuldige. Professionelle Flaschenöffnung, das ist das habe ich gut heute befürchtet. So, geht schon los. So, jetzt ist er offen. Ja. Schneller einschenken. Der Durst ist groß. Danke. Wie gesagt, die Flaschen Wein, 150 Euro. Also kein Sonderangebot. Nein, eher nicht. Also auch nicht zu finden bei Hofer und Co. Da muss man schon zum Weingut selbst, weil es gibt oder dann richtig viel Wein und Co, glaube ich. Ja, okay, na gut. So, meine Herren, macht eine Pause da hinten. Ja. Gerne. Schnittpause. Selbstverständlich. Bitte schön. Prost. 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 Prost, ja. Los, weiter mit dem Schöner möchte ich auch schon. Oh, Entschuldigung. So, dann schauen wir mal. Morgen. Sehr schöne blumige Nase. Voll, nicht ganz ja. Trocken. Nein, hat ein bisschen Restzucker. Was habt ihr? Fruchtige Nase, frische, für mich ist das super blumig. Blumig, ja. Ja. Ich finde ihn sehr fruchtig, leicht süßlich. Ich habe mir jetzt bemüht, wenn ich mich schnell hinstelle, dass ich den gleich ganz wegtrunken. Ups, das ist ein gutes Zeichen. Mir schmeckt das so sehr süffig. Ja, süffig. Ja. Also, was mir ein bisschen fehlt, ist die Säure. Ja. Ein bisschen schwer. Das ist nicht unbedingt ein Wein für warme Zeiten, ja. Eher mehr für die kalten Tage des Jahres. Ich meine, ist jetzt auch noch sehr jung. Ich glaube, der braucht schon noch ein paar Jahre. Angeblich sind in diesem Wein 20 verschiedene Sorten drin. Ich täte mir jetzt wirklich schwer, 20 verschiedene Weißweinsorten aufzuzählen. Ja, im Endeffekt ist glaube ich auch wurscht, ob 20 oder 2. Ein sehr, sehr großer Wein. Ziemlich mächtig, ja. Die Frage ist natürlich, wie das mit den 150 Euro pro Flasche so ist. Was sagst du da hinten? Jetzt 150 Euro für Flaschen von dem zahlen? Es geht um Ehrlichkeit. Okay, also wir haben ein Nein. Rudi? Wenn ich kein Friseur bin, sondern Abramowitsch oder Arnautovic, dann würde man den glaube ich kaufen. Abramowitsch so oder Arnautovic? Okay, der Wein für Abramowitsch oder Arnautovic. Sehr gut. Sehr gut. Ist ja der A-Wein, ne? Ja, genau. Das ist ein A-Klasse, ne? Ja, also ich würde sagen, mir wäre das teuer. Er schmeckt sehr gut, ist süß, aber ich glaube, er ist ein bisschen schwer. Passt gut, aber zu teuer.
Nein, das ist bestens. Nur für ganz feine, erlesene Gaumen, finde ich. Er ist 150 Euro dafür? Oh ja, für eine Feier schon. Ja. Ich halte das Ganze ein bisschen für ein Marketing-Gag. 150 Euro, teuerster Wein Österreichs, ja. Die Gefahr ist nur groß, dass man sich als Konsument, wenn man die Flaschen aufmacht und das trinkt, sagt, sehr guter Wein, 30 Euro, 50 Euro mit Bauchweh, aber 150 Euro. Vielleicht fühlt man sich da ein bisschen, wie sagt man es am höchsten? Genäppt. Genäppt. Es ist schon ein Wirkungswein, also wenn man, glaube ich, einen Schnörrenrausch haben will, zahlen sich die, sind die 150 Euro gut angelegt. Nach der Flaschen bist du wahrscheinlich breit und dicht. Aber halbtrocken. Ja, da bist du eher waschenlos. Nicht halbtrocken. Alles gesagt, ausgiebig verkostet, die Haare sind fesch, wir sind wieder fesch, so gut es geht zumindest. Herzlichen Dank dafür. Danke an die zwei Meister ihres Faches. Genau. Ja. Zum Wein ist nur zum sagen, vielen Dank ans Weingut Zahl, danke für den 5 Points. Wir haben unsere eigene Meinung über den 5 Points, die lautet? Sehr gut, aber leider zu teuer und heute trinken wir lieber das kleine Gewächs. Genau. In diesem Sinne, Prost. Prost. Zum Wohl.